Poštovani gledalci, upravo se nalazimo na konferenciji za štampu povodom prezentacije projekta MIMI. Projekat MIMI je jedna inicijativa od organizacije Volkshilfe Wien i etnomedicinskog centra iz Nemačke. Naime, ova inicijativa ima za cilj obuku migranata za takozvane zdravstvene medijatore. Obuka počinje 21. novembra i svi zainteresovani mogu da se prijave na e-mail adresu koju ćete videti na našoj lajsni. Ideja, kao što sam je rekla, je da se ljudi iz community-a, migranti, obuče za zdravstvene medijatore i da oni kasnije organizuju informativno predavanje na maternjem jeziku na temu zdravlje za svoje sugrađane. Das Themenfeld der Integration ist ein sehr breites. Wir haben da unter anderem auch ein Handlungsfeld, nämlich Gesundheit, wo es uns darum geht, Menschen mit Migrationshintergrund stärker in die Prävention zu bringen, als ins späte Reparieren. Und unser Ziel ist da, vor allem denselben Präventionserfolg zu haben wie bei der Mehrheitsbevölkerung. Ich nenne Ihnen eine Zahl: während 73% der Österreicher regelmäßig impfen gehen, sind es bei den Migrantinnen und Migranten mit türkischem oder ex-jugoslawischem Migrationshintergrund nur rund 40%. Wir haben also starken Aufholbedarf bei der Prävention, um uns das spätere Reparieren zu sparen. Und dafür gibt es jetzt das Projekt der Gesundheitslotsen mit dem Ziel, Menschen mit Migrationshintergrund da früher in das präventive Gesundheitssystem zu bringen. Kirchhanschitz, könnten Sie uns vielleicht sagen, wann fängt der erste Durchgang und die Ausbildung überhaupt statt? Das Projekt MIMI von Migranten für Migranten, interkultureller Gesundheitslotsin, beginnt am 20. November mit der Schulung. Man kann sich sozusagen bei uns bewerben, melden und dann wird sozusagen ein Auswahlgespräch wird es geben und dann kann die Ausbildung beginnen. An Sie, meinen Sie an der Volkshilfe Wien? Das ist in der Volkshilfe Wien. Ja. Wir sind der Projektleader in Kooperation mit dem Ethnomedizinischen Zentrum in Hannover. Aber hier sind wir sozusagen die operative Leitung. Und durchgeführt wird es im Österreichischen Integrationsfonds. Zu uns befindet sich auch die Frau Köse, die kommt aus Deutschland und ich bitte dich vielleicht, dich ganz kurz vorzustellen und zu erklären, was ist deine Rolle in dem Projekt in Deutschland? Mein Name ist Esma Köse, ich komme aus Deutschland und bin schon seit einigen Jahren bei dem MIMI-Projekt dabei. Also es macht relativ viel Spaß, wir machen dort Veranstaltungen, führen das bei Frauen, also ich bin persönlich in Frauengruppen, informiere sie, gebe denen Infos weiter, motiviere sie zum Arzt zu gehen, ihre Gesundheit immer auch zu beachten. Und, okay. Ja. Und woher kommen Sie ursprünglich? Ursprünglich komme ich aus der Türkei, bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und ja, denke, dass ich so eine Brückenfunktion einnehme, indem ich halt in meiner eigenen Sprache diese Veranstaltung durchführe und die Frauen dazu motiviere, die Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen auch. Mit uns befinden sich zum ersten Mal in unserer Sendung, in der Sendung Exil in Wien, der Geschäftsführer von OCTO, Herr Christian Jungwirth. Und wir würden gerne wissen, warum ist dieses Thema für OCTO wichtig und warum unterstützt Mediell OCTO dieses Projekt? Wir finden dieses Thema wie vieles interessant, wenn es Initiativen gibt, die vor allem von großer Bedeutung für Menschen mit Migrationshintergrund in Wien ist. Bekannterweise ist ja OCTO auch der einzige Fernsehsender, den es in Wien gibt, der de facto wirklich sich auf die Tagesthemen und auf die Themen der Alltagswelt von Menschen mit Migrationshintergrund diesen sich sehr stark widmet. Und deswegen ist es für uns natürlich umso spannender, wenn es hier Initiativen und begrüßenswerte Entwicklungen gibt, dass wir darüber berichten und den Menschen auch die Informationen darüber zugänglich machen.